Mein Name ist Jenny McGraw. Ich bin Privatdetektivin. Nie von mir gehört? Wundert mich nicht. Privatdetektive gibt es in dieser Stadt wie Sand am Meer. Und alle sind sie harte, gebrochene Typen mit einem Bein auf jeder Seite des Gesetzes. Alle rauchen sie, alle trinken sie und alle lösen ihre Fälle, wie sie ihre Fälle eben lösen. Mit ihren Fäusten oder Revolvern. Kommt Ihnen dieses Möppchen bekannt vor? Die Franzose? Nein. Nein. Was bleibt da also für mich, eine der wenigen Frauen in diesem Business? Klein, zart, hilflos? Klar, Fotos. Gerne kompromittierende Fotos, gerne Überwachung, auf jeden Fall aber immer weit weg von der Action. Entschuldigung, ich gehe nicht rein. Schon gut. Veränderung, Sie sprachen von Veränderung. Die Tatsache, dass Sie bald wieder heiraten werden, hat Anna sehr glücklich gemacht. Wir haben nicht vor zu heiraten. Wie Sie nicht? In die Schweiz. Wirklich? Das hier ist wieder so ein Fall. Gewaltstraftäter, x-fach vorbestraft. Mord aus Leidenschaft. Hat seine Freundin mit einem anderen erwischt. Hat sie zusehen lassen, wie er ihn erledigt. Beweislage also eindeutig. Aber die Polizei kann ihn nicht finden. Mal ehrlich, wie schwer kann das sein? Du beklaust uns. Ich hatte es keinen halben Tag gepasst. Ich kenne diese Stadt wie meine Westentasche. Hau bloß ab! Hallo. Hallo. Schau mal, da kriegst du 5% zurück und ein Päckchen mit diesen Sammelstickern. Ich sammle auch. Und mir fehlt nur noch das Schneewittchen. Nina, kannst du vielleicht so ein bisschen in die Hockey gehen? Also so einfach so runter. Und du, Max, du stellst dich so hinter sie und legst ihr die Hände so auf die Schulter. Genau. Okay. Weißt du was, ich geh jetzt einfach runter und schick alle nach Hause und dann können wir uns so richtig Kohle sparen, hä? Könnt ihr euch bitte mal einkriegen, Mann? Einsam irre ich durch die Gassen. Durch den Regen, durch die Nacht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Nichts bleibt mir, als mich zu grämen. Gestern sprang ich in den Bach, um das Leben mir zu nehmen. Doch der Bach war viel zu flach. Wo bleibt Tod im schwarzen Kleide? Wo bleibt Tod und tötet mich? Oder besser noch uns beide? Oder besser erstmal dich? Dankeschön. Danke. Mach's gut, ciao, ciao. Hey. Hey, coole Jacke. Hab ich auch mal. Echt? Okay, dann. Wie heißt du? Sven. Freut mich. Bist du wirklich? Ich bin da. Das macht mir aber nicht so den Anschein. Doch, bin ich. Der Richter schließt heute einen Fall ab, an dem ich seit Monaten arbeite. Ich jetzt überhaupt schon geantwortet? Bitte, Mister, ich habe nichts gesehen. Ja, mit der Kamera. Bitte tun Sie mir nichts. Ich hab sie nie gesehen. Ich werde auch niemandem sagen, wo ich sie... Was ist denn da hinten los? Ich kann unseren Kurs langsam nicht mehr halten. Ich mag nicht gekrault zu werden und mag ich bitte... Oh, ich muss weg, auf Wiedersehen. Ich frage mich, ob es zu Hause etwas gibt, das Annas dran Geschichten zu erfinden... Möglicherweise verstärkt. Ich bin seit einem Jahr mit einem anderen Mann zusammen. Tu das nicht! Schlag mich, aber nein! Die Sitzordnung, die Ringe, das schlechte Essen. Scheißegal! So, my boyfriend broke up with me. Well, at least he could have been my new boyfriend. Man glaubt gar nicht, was da so passiert, was mit der Stimme da passiert, oder? Wie wollte es so schwer sein, um USB-Stick einzustecken? Whatever. These two wannabe policemen are really, really dangerous. You can't leave them unattended. This will have consequences.
Und jetzt? Wie meinst du das? Ein weiterer Misserfolg für Jenny McGraw. Ich habe es einfach nicht geschafft, diesen Galgenvogel ausfindig zu machen. Servus. In ein paar Tagen ist der Fall aber wohl sowieso erledigt. Die Polizei wird ihn finden, hat sich wohl mit den falschen Leuten eingelassen. Da kann man nichts machen. Hör mal zu, Sven Klausner, du krankes Arschloch. Ich gehe gleich zur Polizei und zeig dich an. Und lass dich nie wieder in meiner Nähe blicken, hörst du, du Wichser? Lass meinen Hund in Ruhe. Also, wenn Sie jemanden finden müssen, Ehebrecher, entflohener Sträfling, Kronzeuge oder Mafiaboss, fragen Sie lieber nicht mich.